bringen wir dich erstmal tot. Ich bin ja dafür, dass ihr beide die Schneckenhälften mal esst, wenn wir die schon hier spendiert kriegen, da ihr beide ja immer noch im grünen Bereich seid. Dass ihr auch mal wieder Schaden machen könnt. Jo. Weil da ist auf jeden Fall wieder ein Pilzraum. Und das können wir mal wieder nicht betreten. Stimmt, da war was. Und ich habe auch den Schlüssel hierzu nicht. Was auch immer da dahinter ist. Das hier sieht fast so aus, als ob ich da irgendwie durch müsste und dann da was öffnen könnte. Ja, Yggdrasil ist Yggdrasil. Tolle Aussage, ist aber so. Das ist, ist mehr oder weniger das optionale Hardcore-Gebiet. Erstmal voller Gegner, zweitens voller Secrets, drittens voller Gift. Und viertens ziemlich weitläufig. So, Quick Save. Stone of Stone in the South. Soldberg. Bis jetzt bin ich ja... Oh, shit. Okay. Ich wollte sagen, bis jetzt bin ich nicht sonderlich beeindruckt. Aber wenn sie da mal treffen, treffen sie ordentlich. Vor allem, wenn ich richtig gesehen habe, ist da auch noch so ein Viech unterwegs. Bist du eigentlich wirklich das Einzige, das aufgegangen ist? Ich könnte versuchen durchzurennen. Ich könnte aber auch versuchen, mit R einen Hass zu sprechen. Paralyse? Achso, Cure Paralysis. Achso, du bist R. Das ist der Wisp Shift. Shock Shield, Lightning Blast oder war das ein Feuerzauber? Scroll of Haste können wir noch nicht. Das einzige, was ich benutzen könnte, wären die Boots. Okay. Gut, ich kann es einfrieren.
Okay. Wie soll man das schaffen? Ich meine, ich kann noch keine Invisibility, oder? Sehen Sie mich? Scheinbar sehen Sie mich nicht. Ich weiß aber nicht, was ich auch tun soll. Ach, einfach wieder abhauen. Okay. Autsch. Okay, so würde ich in der Falle sitzen. Ich muss also definitiv aufpassen, was ich hier tue. Beholder Eye. Consumable. Right click to use item. Das Auge eines Betrachters. Mächtige Wesen, die fast ausgerottet wurden, bei jeder anderen Rasse als ihrer eigenen. So ein Gegenstand wäre eine tolle Trophäe, aber im Augenblick willst du lieber nicht sterben. Das ist ein das ist essbar. Okay. Hallo, Monster. Ja, es ist immer noch böse. Was zur Hölle ist das für ein Viech? Ich meine, ja, so kann ich ihm einiges an Schaden zufügen, aber der Stab ist eigentlich Notgroschen. Und ich habe bald keine Pfeile mehr. Ja, Pfeile alle. Wow. Zum Glück hat das Ding einen sehr geringen Treffer. Eine sehr geringe Trefferchance. Jetzt kann ich wirklich nur mit den beiden noch was machen. Ich hätte noch zwei Poison Arrows.
Und danach müsste ich mit dem Crossbow weitermachen. Okay, es ist immun gegen Gift. Okay, du hast jetzt endlich wieder genug Energie, hoffe ich mal. Au. Ja. Wie viel steckst du ein, bevor du stirbst? Rasten. Herangebracht. Ich habe nämlich wahrscheinlich gerade nur meinen Ausgang wieder aufgemacht. Ich muss da nochmal in den Raum reingucken. So. Ich habe eigentlich fast das Gefühl, dass das Vieh sich regeneriert oder so. Oder ist es unsterblich? Au. Das hat auf jeden Fall einiges auf dem Kasten. Okay. Es ist eine mutierte Riesenschnecke oder was? Es gibt sich, die hat immer noch grüne Nahrungsleiste. Also ich musste das so machen. Ich hätte das so ein Vieh nie tot gekriegt, hätte ich das nicht mit Invisibility gemacht. Aber ganz ehrlich, was macht man, wenn man keinen Air Mage dabei hat? Man muss wahrscheinlich wirklich entweder mindestens einen Mage. Au. Einen Mage dabei haben, den man auf Luft und Eis trimmt. Und halt einen Waldläufer, den man auf Feuer und Erde trimmt. Das ist jetzt riskant. Hau noch mal so eine Kugel raus. Ich muss mal gerade gucken, kann ich das auch so nachfüllen? Spellfire Burst? Oder muss das wirklich leer sein, dass ich es wieder nachfüllen kann? Ne, muss leer sein. Okay. Dann machen wir es einfach mal leer. Okay, das war wieder riskant. Weil das ist recht mächtig. Ich glaube, das Zepter und das Schild, das werde ich so schnell nicht mehr aus der Hand legen. Auch wenn ich jetzt wieder schlafen muss. Damit die beiden sich regenerieren. Das hier ist jetzt irgendwie ein Tanz mit den Teufeln, aber echt. Der, er regeneriert halt nichts.
War er nicht gerade vorhin schon mal hungrig?